Heute Show Sachsen-Anhalt mit Monika Gruber. Guten Abend und herzlich willkommen zur Heute Show Sachsen-Anhalt, kurz Heute Show SA. Guten Abend. Wir vermitteln auf unterhaltsame Weise deutsche Tugenden. Es darf heftig geschmunzelt werden. Magdeburg. In ihrem hervorragenden neuen Programm fordert die AfD Sachsen-Anhalt, endlich die Lehrpläne an deutschen Schulen zu überarbeiten. Dazu gehört, Originalzitat, ein grundsätzlich positiver Bezug zum eigenen Land und eine gefestigte Nationalidentität. Unser Bildungssystem muss dafür sorgen, dass junge Menschen wieder bereit sind, hart an sich zu arbeiten. Sehr gut. Sehr gut. Mit 13, 14 Jahren, was hab ich da jeden Tag hart an mir rumgearbeitet? In der Schule sollen, Zitat, klassisch preußische Tugenden vermittelt werden, wie Geradlinigkeit, Gerechtigkeitssinn, Ehrlichkeit, Disziplin, Pünktlichkeit, Ordnungssinn, Fleiß und Pflichtbewusstsein. Bravo. Bravo. Mehr Ehrlichkeit, genau dafür steht André Böckenburg, der Vorsitzende der AfD Sachsen-Anhalt, mit seinem guten Namen. Es geht um unbezahlte Rechnungen, Steuerschulden, Haftandrohungen. Misslich für den Mann, der sonst auf Recht und Ordnung pocht. Lügenpresse! Lügenpresse! Magdeburg! Warum kommen eigentlich alle unsere Meldungen immer aus Magdeburg? Schnauze! Magdeburg, auf Befehl der AfD, sollen, Zitat, die Bühnen des Landes neben den großen internationalen Werken stets auch klassische deutsche Stücke spielen und sie so inszenieren, dass sie zur Identifikation mit unserem Land anregen. Zitat Ende. Also nicht mehr diese Hottentottenopern wie La Traviata oder irgendwelche dicken Idaker ihre Spaghetti-Lieder singen. Nein, deutsches Liedgut auf allen Kanälen. Super. Was senden dann die Jugendsender wie Viva oder so? Das kann ich Ihnen sagen. Es folgt der afroamerikanische Schlagersänger Herr Kanye West. Schwarzbraun ist die Haselnuss. Schwarzbraun bin auch ich. Schwarzbraun muss mein Mädel sein, gerade so wie ich. Wunderbar. Ja. So, und hier geht's weiter mit einer zweitägigen Übertragung der deutschen Rhönradmeisterschaft live vom Parteitagsgelände in Magdeburg. Gute Unterhaltung! Heute Show Sachsen-Anhalt. Ja, zum Glück gibt es ja in Sachsen-Anhalt auch noch viele Menschen, die anders denken, die das anders sehen. Die Frage ist, warum ich ausgesehen habe wie Don.